Hallo liebe Freunde, nach zwei langen Videos gibt es heute was relativ Schnelles und was richtig Kurzes. Wunderbar vorzubereiten zu Hause, ein schnelles Rezept. Und zwar mache ich euch Koteletts, Bockschops, wie ihr immer das auch nennt. Ich hätte es jetzt einfach braten können, würzen und in die Pfanne rein. Das ist mir dann doch ein bisschen zu langweilig. Ich zeige euch schon ein bisschen ein schöneres Rezept aus dem Backofen. Ist aber trotzdem, innerhalb von knapp einer halben Stunde ist die Geschichte getan. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Schaut zu, das ist Kochliebe XXL und das ist mein Kanal. Als Zutaten habe ich heute vor unser Rezept zwei Koteletts. Die habe ich schon die Knochen rausgetan. Und ihr seht, da habe ich ein bisschen schlechtere Qualität bekommen. Hier ist ein bisschen mehr Fett dran an diesem hier. Das seht ihr. Soll mich aber nicht stören. Das kleinere ist dann für meine Frau. Die Knochen habe ich rausgeschnitten. Das ganze überflüssige Fett habe ich auch rausgeschnitten. Das habe ich aber nicht weggeschmissen. Das verwende ich dann noch für andere Gerichte. Dann habe ich hier 2 Esslöffel Senf, Pfeffer und Salz. Hier habe ich eine halbe Paprika. Dann kommt dazu Knoblauch, da habe ich 3 Knoblauchzehen genommen, 2 Scheiben Kochschinken und 150 Gramm Mozzarella. Das ist alles, was wir für unser Gericht heute brauchen. Mehr brauchen wir nicht und einen Backofen logischerweise. Und jetzt beginnen wir mit der Präparation. Als erstes würzen wir unsere Koteletts mit Pfeffer und mit Salz. Nicht zu viel Salz drauf machen. Weil wir wollen, dass wir zu trocken haben später. Deswegen da ein bisschen vorsichtig. Pfeffer auch leicht verteilen nur. Das Ganze machen wir jetzt von der anderen Seite auch. Damit sind unsere Teile gewürzt und wir können fortfahren mit dem nächsten Schritt. Nun als erstes bestreichen wir unsere Koteletts mit Senf. Dann nehmen wir jeweils die Hälfte. Die andere Hälfte heben wir uns gleich auf. Streichen das jetzt so richtig schön, dass überall ein bisschen was hinkommt. Ich habe die jetzt übrigens aufs Backblech gelegt. Weil alles andere spielt sich jetzt hier auf dem Backblech ab. Hier auch schön verteilen, das zweite. Kann ruhig auch auf die Seite ein bisschen dran, das spielt gar keine Rolle. Weil wir wollen ja später den Geschmack gut verteilen. Hier verteilen wir es auch noch ein bisschen auf die Seite drauf. So ist es erstmal okay. Nun geben wir unseren Knoblauch hin drauf, hinzu. Da müssen wir das sparen. Das gibt uns später so einen richtig schönen Geschmack im Essen. Natürlich hätten wir das auch mit Knoblauchbutter machen können. Aber ich bevorzuge diese Variante. Schön verteilen, dass überall was hinkommt. Nun geben wir jeweils eine Scheibe Kochschinken drauf. Das lassen wir so ein bisschen runterhängen, das ist alles okay. Diese Scheibe Kochschinken, die bestreichen wir jetzt wieder mit ein bisschen Senf. Muss nicht viel sein. War ein bisschen wenig, aber es ist okay. Einfach so schon ein bisschen verteilen, weil ansonsten läuft uns das dann nachher sowieso runter. Von daher gesehen ist das nicht ganz so wichtig, ob da jetzt überall was hinkommt. Das verteilt sich nachher ganz automatisch. So schaut es aus im Moment. Nun, darauf verteilen wir jetzt großzügig unsere Paprika.
so viel Bier drauf haben möchtet, das ist euch überlassen. Ich mag es lieber ein bisschen mehr. Der eine mag es ein bisschen weniger. Wer es überhaupt nicht mag, lässt es halt einfach weg. Es geht einfach nur um den Geschmack jetzt rum. So sollte das genügen. Und nun als letzter Schritt, geben wir jetzt unseren Käse hier drauf. Der ist schon ein bisschen weich. Und genau deswegen machen wir das am Backblech mit Backpapier, weil ansonsten haben wir eine riesen Wurzereispille hier drauf. Schön verteilen, schön gleichmäßig. Weil der Käse läuft uns nachher auch runter. Aber das soll er ja auch. Da haben wir einen schönen Berg drauf gemacht. Das ist gut. So soll es sein. Und nun geht das Ganze bei 180 Grad für 25 Minuten in den Backofen, Ober- und Unterhitze. Wenn der Käse zerlaufen ist und schön braun ist, dann holen wir es raus und dann können wir zuschlagen und können essen. Wichtig dabei ist, ihr legt eure Koteletts auf die mittlere Schiene. Das ist ganz wichtig, damit es nicht anbrennt und damit es schön gleichmäßig braun wird. Wie gesagt, 180 Grad, 25 Minuten ungefähr. Müsst ihr immer ein bisschen mal reinschauen, weil jeder Ofen ist ja auch nicht, ist ja verschieden. Und dann sehen wir uns wieder und dann zeige ich euch, wie es fertig ausschaut. Als Beilage für unsere Koteletts habe ich mir Kartoffelsalat gestern gemacht. Das Video ist schon vorhanden. Das scrollt ihr einfach ein bisschen runter. Aber ich erzähle es euch trotzdem nochmal, das Rezept. Und zwar habe ich erstmal die Kartoffeln gekocht, beziehungsweise erstmal geschält, dann gekocht für 15 Minuten in Salzwasser, abkühlen lassen. Dazu dann ungefähr 200 Milliliter Gemüsebrühe hinzu. Wenn die Kartoffeln abgekühlt sind, in Scheiben geschnitten, Zwiebeln und Gurken geschält, dann mit Pfeffer und Salz gewürzt, etwas Essig, etwas Öl hinzu, alles gut vermengt, Gemüsebrühe drüber und zum Schluss Mayonnaise. Und das Ganze lasst ihr einen Tag im Kühlschrank und dann habt ihr den optimalen Geschmack. Die Zwiebeln habe ich nicht angeröstet, mag ich nicht so sehr. Ich esse die so, wie sie sind, das gibt ein bisschen was für den Magen. So muss das sein. Wie gesagt, schaut ein bisschen durch, scrollt ein bisschen runter, da müsst ihr ein bisschen weiter runter scrollen, bis ihr diesen Kartoffelsalat findet. Vielleicht findet ihr auch noch einen anderen. Vielleicht findet ihr noch ein anderes Rezept, was euch gefällt. Schaut einfach mal durch bei mir auf der Liste, auf meinen Videos. Vielleicht gefallen euch andere Videos auch und ihr wollt es unbedingt mal nachkochen. Das ist, wie gesagt, meine Beilage zu dem Video, was wir jetzt machen. Und das werde ich mir jetzt gleich schmecken lassen, sobald meine Koteletts aus dem Ofen rauskommen. Da ist es nun, mein überbackenes Kotelett. Und jetzt werden wir das Ganze natürlich auch noch probieren. Ich habe das 5 Minuten ruhen lassen, damit ich es nicht warm anschneiden muss. Und jetzt testen wir das Ganze, damit wir wissen, wie es schmeckt. Ich schneide jetzt einfach mal hier rein, zu sehen, ob unser Fleisch auch durch ist. Das schaut gut aus. Et voilà. So schaut es von innen aus. Und mal reinbeißen. Das ist schön saftig. Ist einfach sagenhaft geworden. Ich kann es euch nur empfehlen. Das mit dem Ofen ist eine gute Idee, um das zu machen. Die Temperatur ist optimal eingestellt, 180 Grad. Ich hoffe, einer von euch macht es nach. Das war's mit meinem kurzen Video für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns am Freitag wieder. Habt eine zauberhafte Zeit und tschüss.